Erstgeborene, Sandwichkind oder Nesthäkchen. Die Geschwisterkonstellation in unserem Elternhaus prägt uns fürs Leben. Mit diesem Thema hat sich der österreichische Entwicklungsforscher Alfred Adler schon in den 20er Jahren beschäftigt. Er machte folgende Geschwistertypen aus. Das Erstgeborene bekommt zunächst die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern. Danach muss es die Entthronung verkraften und nicht selten bei der Betreuung der Geschwister mithelfen. Es lernt, dass es Anerkennung vor allem dafür bekommt, dass es gute Leistung bringt. Erstgeborene sind daher oft leistungsorientiert. Sie übernehmen gerne Verantwortung und sind zuverlässig. Das mittlere Kind ist besonders gut darin, ausgleichend zu wirken und sachlich zu bleiben. Schwierigkeiten hat ein Sandwichkind jedoch immer dann, wenn es selbst mal Flagge zeigen muss. Das Nesthäkchen bekommt meist besonders viel Aufmerksamkeit. Es hat eine besondere soziale Kompetenz und Fähigkeit zur Nähe. Auf der anderen Seite sind Nesthäkchen oft nicht sehr konfliktfähig und selbstständig. Zudem muss das jüngere Geschwisterkind für sich eine eigene Nische finden, die noch nicht durch die Älteren besetzt ist.